Emma? Siehst du mich? Ja. Hörst du mich? Ja. Ja? Ja. Das ist ja schön. Lange nicht gesehen. Ja, herzlich willkommen hier mal wieder. Nach langer Zeit haben wir mal wieder einen Talk. So mit persönlich treffen, das ist ja jetzt ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig. Und deshalb dachten Emma und ich uns, dass wir jetzt einfach mal wieder einen Talk machen und euch da einfach dran teilhaben lassen. Wir sollten vielleicht auch mal irgendwann überlegen, Emma, ob wir vielleicht mal so ein Live machen. Aber anderes Thema. Könnt ihr mal kommentieren, ob man live interessant finden würdet. Anyway, Emma, wie geht's dir? Ja, gut. Ich gucke, wie ich klarkomme in dieser Zeit. Ja, ist ja nicht einfach. Man kann ja immer keinen treffen. Und aber läuft. Fotografisch sehr, sehr spannend. Ja, es ist ja jetzt der nachgezogene November. Wir haben ja fast jeden Tag grau in grau und immer Niese und Schneeregen. Also total perfekte Bedingungen. Da kann man richtig viele Sachen machen, ne? Ja. Vor allem analog. Mein Stichwort, analog. Was los? Na, Anfang des Jahres hatte ich gesagt, ich will mir ganz viel vornehmen und analog fotografieren. Und wenn ich jetzt mal so gucke, hat auch ein bisschen geklappt, ja. ich habe einige Filme verschossen und ich habe das ja letztens erst in einem anderen Video erzählt. Ich lasse die immer gerne eine Weile liegen, damit es mich hinterher so ein bisschen überrascht. Das heißt, man könnte natürlich jeden einzelnen Film gleich losschicken hier, zu den Jungs bei Safelight beispielsweise, da sind wir ja immer ganz gern. Und das mache ich aber nicht. Ich habe jetzt die ein bisschen gesammelt und hingeschickt und warte jetzt quasi auf den Download. Ist auch gerade 3-4 Tage her erst. Und ich habe nebenbei was ausprobiert, nämlich habe mir so eine Kartusche von Silbersalz bestellt, hier aus Stuttgart von denen, und den Tungstenfilm und habe den mal in ganz verschiedenen Situationen ausprobiert. Das waren aber gleich 4 Filme und ehe ich die voll habe, das dauert ein bisschen, aber das will ich jetzt auch vor Weihnachten noch wegschicken, also wird schön. Ja, tatsächlich, also gerade Silbersalz, die habe ich mir auch schon angeguckt, da schlawenzel ich immer so drumherum. Ich gebe zu, ich wollte ja auch viel analog machen, ich habe es auch gemacht, aber da kommt, glaube ich, so dieser schöne Wetterknipser in mir einfach durch. Ja. Ich finde, im Sommer reizt es mich einfach mehr, drücke ich es mal so rum aus, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Da ist halt mehr Licht, jetzt ist, wie du schon vorhin sagtest, ja, November, wie viele Stunden Licht haben wir, wenn es hochkommt, 6 Stunden am Tag. Da muss ich natürlich auch noch ein paar andere Sachen machen und ich finde da einfach nicht die Zeit für analog zu fotografieren und ich fotografiere, also das Empfindlichste, was ich an Film benutze, ist ISO 400 und ich bin nicht so der Pusher und Puller, also beim Film nicht jetzt auf Drogen bezogen, ja. Von daher ist es ein bisschen schwierig und im Sommer habe ich echt viel gemacht, da war ich auch oft bei den Jungs von Safelight direkt persönlich, jetzt habe ich die schon lange nicht mehr gesehen und finde ich persönlich, Wintermonate machen mir da nicht so einen Spaß, deshalb glaube ich, dass es im Frühjahr bei mir erst wieder losgeht und da habe ich jetzt tatsächlich mir, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, ich glaube schon, ne? Ich hatte ja eine M4 und eine M2 da, Alex von Fotogirl, hat mir eine M4 und eine M2 da gelassen, damit ich mal testen kann, weil ich mir nicht so sicher war, welche mag ich lieber, ja. Das sind ja auch schon ein bisschen andere Investitionen und ich habe mich jetzt für eine M2 entschieden. Die war beim Service, die kommt jetzt, die müsste jeden Moment kommen, da freue ich mich sehr drauf und dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr analog trotzdem machen. Ich habe noch einen Schwarz-Weiß-Film hier, den ich da wegknipsen muss und alles. Ja, ja. Super, finde ich ganz toll. Ich habe zwischendurch, bin ja immer bei Nikon mehr, ja, mit meiner FM2 habe ich viel gemacht, mit meiner F3 habe ich reaktivieren können, da war was kaputt und jetzt hatte ich habe ich gerade da eine Nikon F5, die habe ich von Michael geliehen bekommen. Danke nochmal, ja, und falls du hier zuguckst, finde ich richtig cool und da wird jetzt auch nochmal ein Film durchgezogen und ich bin total gespannt, weil das ist wirklich ein ganz anderer Knaller, als man das so kennt, wenn man jetzt mit Leica oder so einer alten mechanischen unterwegs ist, die ist vollautomatisch und du drückst drauf und könntest wie ein Maschinengewehr Filme verschießen. Ja, will ich nicht, mache ich nicht, aber so vom Prinzip, krasses Ding, finde ich echt cool. Ist ja auch eine Kostenfrage, ne? Aber das Thema hatten wir ja schon. Die Filme sind ganz schön angezogen wieder im Preis. Ne? Aber egal, du, was ich sagen wollte, du hast die Kamera nur so kurz hochgehalten. Was hast du denn da für ein Objektiv drauf? Ja, was ganz fein ist, das ist hier das Vogtländer 90mm F28. Das ist ein Aposcopa. Krasses Ding. Also das kam gestern an. Ich habe es heute mal drauf gemacht, habe schon ein paar Fotos verschossen, analog erstmal. Also digital kenne ich es noch nicht.
Und das ist wunderbar. Also hier Scharfstellen über die Schnittbildscheibe ist wirklich völlig genial. Also richtig, richtig cooles Teil. Wie gesagt, 90er von Voigtländer ist ganz neu. Also ich glaube, das ist jetzt erst vor ein, zwei Wochen überhaupt erschienen. Ich habe das nicht so ganz auf dem Schirm. Wir sind ja immer ganz froh, wenn wir das so schnell kriegen, ja. Und ich glaube, für Leica gibt es das auch. Kann das sein? Du hast doch das schon abgefilmt. Guck mal, was ich hier in die Kamera halte. Und was noch ganz lustig ist, jetzt habe ich natürlich vorbereitet, wie so, ich habe es gleich zweimal. Verflucht. So, ich habe es in Schwarz und in Silber. Tatsächlich haben sie mir das zugeschickt, ja. Ich habe jetzt schon ein bisschen was damit machen können, leider nicht so viel, weil, wie gesagt, Wetter ist so la la la. Muss aber mal gestehen, ja, dass sie sich haptisch schon mal echt sehr gut anfühlen. Aber dazu kommt hoffentlich später. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe. Ich habe es ja schon neulich angekündigt. Ja, tatsächlich, 90er. Und was besonders ist, also ich weiß nicht, wie es bei Nikon bzw. für Sony ist bei Voigtländer, aber für Leica M weiß ich, dass das längste, was Voigtländer bisher hatte, 75 mm waren. So gesehen ist das echt was Besonderes. Das ist jetzt hier mit der Sonnenbrille so. Das heißt, die hatten noch nie was Längeres als 75. Also ganz früher, glaube ich, gab es mal 135. Aber 90 ist wirklich, ja, Premiere sozusagen. Bei Leica Und da bin vielleicht. ich schon sehr gespannt tatsächlich. Ja. Für Leica vielleicht. Also bei. Ja, ich meine für Leica, ja, das habe ich ja gesagt. Ich weiß nicht, wie es bei Sony und bei Nikon Mount ist, machen sie ja auch, aber für Leica M, das meinte ich, für Leica M hatten die noch nie was Längeres als 75 mm. Das war Maximum und dann war Schluss. Wie gesagt, ich glaube, vor der Cosina-Zeit, da bin ich mir aber nicht so sicher, ganz, ganz früher hatten sie mal einen 135er, aber das ist gar nicht da. Deshalb, nee, für Sony und Nikon, da bin ich nicht so firm drin, da bist du ja ein bisschen mehr. Aber für Leica, das ist schon interessant, weil ich auch gerade neulich ja das Tele-Elmarit hatte, was ich echt ganz cool fand. Und das ist jetzt auch wieder ein APO. Soweit ich weiß, ich hatte da neulich, hatte Voigtländer so ein Open House, da habe ich mal reingehört. Optisch sind die ja gleich. Also sowohl deine Version, die sieht von außen halt deutlich kleiner, flacher aus, ein bisschen größer im Durchmesser, aber das Glas ist das gleiche scheinbar, ne? Also so gesehen schon sehr interessant. Ich bin da wirklich, freue mich da sehr drauf, das jetzt nochmal ein bisschen ausgiebiger zu testen. Aber sag mal, weil wir jetzt gerade so hier beim Gear Talk sind, gibt es denn so ein Produkt bei dir, wo du sagen würdest, ist ja jetzt Ende des Jahres, ja, keine Ahnung, ob noch Videos jetzt großartig bei uns auf dem Kanal kommen, kann man auch so ein bisschen wie so einen Jahresabschluss sehen. Deshalb finde ich, passt das ganz gut. Gibt es für dich so ein Produkt des Jahres, wo du sagst, ey, das war das 2021 richtig cool, hat dir viel Spaß gemacht, muss gar nicht irgendwas Neues sein, sondern einfach was dir persönlich Spaß gemacht hat? Ich habe was. Nämlich tatsächlich eine Lomo Instant Square Kamera. Das heißt also, die hat das Instant-Format, aber im quadratischen, weil ich das Instax Mini, das ist mir manchmal ein bisschen klein, obwohl es da auch schöne Kameras für gibt. Und die ist ziemlich cool, ne? Also kannst halt hier die Entfernung richtig einstellen oder musst es vielmehr, hat so einen Balgen, wie man das von früher kennt. Es gibt Monochromfilme und man kann Blitz an und aus machen und über- und unterbelichten, doppelt belichten, Langzeit belichten, man kann alles Mögliche. Und ein Stativgewinde hat sie auch, Fernbedienung ist alles schon mit dabei, man braucht bloß eine kleine Knopfzelle dafür. Und Fakt ist, das analoge Fotografieren damit ist eben nochmal was ganz anderes. Ja, du bist immer ein bisschen überrascht, wie es nun gerade geworden ist. Und da die hier mal ein Glasobjektiv hat, anders als die ganzen Fuji-Sachen, kommen da auch mal richtig schöne Sachen bei raus. Insbesondere Porträts kann man damit gut machen. Es ist ja im Grunde Mittelformat, ne? Also du hast ja fast so 60x60 Format als Bild und das projiziert er da genau drauf. Also es ist die günstigste Art, Mittelformat zu fotografieren, sage ich mal ganz vorsichtig, ne? Also kann ich nur empfehlen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, das mache ich mal vom Herzen her. Das ist im Grunde so ziemlich die Kamera, die mir am meisten Spaß macht, auch wenn ich sie nicht so häufig benutze, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber jedes Mal, wenn, ist es schön. Und kann man die auch verbinden mit dem Smartphone oder ist das dann eher so ein Drucker? Also ist es jetzt kein Drucker sozusagen, ne? Man kann es nicht sowohl als auch benutzen, oder? Oder geht das? Nee, das geht gar nicht. Das ist so richtig analog, wie man es sich vorstellen kann. Kartusche rein und fotografieren und fertig ist. Also so absolut unelektronisch
Ja, natürlich, wie gesagt, durch die Einstellung hat sie Elektronik drin, aber du kannst es mit nichts koppeln. Das ist wirklich ein Fotoapparat, wie man sich das eigentlich von früher her wünscht. Cool. Ja, ich habe ja auch was. Ist ja nicht so, dass du nur was hast. Ich habe sogar zweieinhalb Sachen, würde ich sagen. Also das allerbeste Feature für mich 2021, ich liebe es, hat nur im weitesten Sinne was mit Fotografie zu tun, ist meine Brille. Ich liebe die. Die ist einfach nur genial. Weil sonst habe ich immer irgendwo das Zeug rumliegen und das Ding ist einfach, sieht total bekloppt aus, alle lachen, wenn ich es mache. Aber ich finde es geil. Weil ich habe es immer dabei und gut ist. Aber gut, da war ein kleiner Scherz. Nein, tatsächlich, fototechnisch, hier. Natürlich, die MP ist natürlich auch ganz cool, aber ich meine eher, wo ist es denn da? Das Objektiv, das 35er Ultron. Ich weiß gar nicht warum. Optisch ist es ein tolles Glas, natürlich. Würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so sehr viel besser als andere 35er ist, die ich so kenne. Aber ich finde, das sieht einfach wunderschön aus, vor allem an der M. Und es macht einfach Spaß, das zu benutzen. Das ist das. Also es ist wirklich 2021 so ein bisschen mein Lieblingsglas geworden. Und das ist für mich so das Produkt 2021. Und dann habe ich noch ein halbes, weil wir hatten ja gesagt, analog, ne? Und wie gesagt, ich habe mich ja für die M2 entschieden. Nachteil, also Nachteil. Ein Feature, sage ich es mal so, die M2 ist ja, die hat kein Belichtungsmesser. Und da kommt das kleine Ding hier ins Spiel. Von Vogtländer. Ich hatte aber auch eins von Domo. Das hast du jetzt, glaube ich, ne? Finde ich auch ein richtig cooles kleine Helferlein für meine analoge Fotografie. Ja, also schon so einiges. Cool. Gefällt mir auch. Also die Belichtungsmesser möchte ich auch nicht mehr missen. Ja? Also wenn man mal wirklich sich unsicher ist, ob die Kamera das richtig geschnallt hat, wie man das jetzt will, oder wenn man mal ein bisschen mehr Kontrolle haben will, ist das gar nicht schlecht. Ich benutze das tatsächlich zum Abgleich mit der Lomo, weil die hat nicht so einen großen Spielraum in ihren Einstellungen und da will ich schon wissen, ob das jetzt mit diesem Film unbedingt klappt, der da drin ist, ne? Wenn es wichtig ist. Ne? Ansonsten ist, wie gesagt, immer eine kleine Überraschung, aber das macht ja nichts. Ja, Emma, war schön mal wieder mit dir ein bisschen zu quatschen. Ich wünsche dir und auch euch Zuschauern eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, bis bald und tschüss. Genau, und ich möchte mich da noch anschließen und möchte euch nochmal sagen, also eine schöne Weihnachtszeit. Was Ahoi, war das? tschüss.